Hallo! Wir haben heute eine besondere Ankündigung für euch. Und zwar haben wir uns eine Idee geklaut von Emilia, Liana und Essie Button. Und zwar werden wir diese Woche, also von heute bis Freitag, jeden Tag ein Video hochladen unter dem Motto Drogeriewoche. Also Videos rund um das Thema Drogerieprodukte. Und heute geht's los mit einer neuen DM-Haul-Challenge. Wir haben die vor einiger Zeit, ich glaube letzten Sommer, ja, ungefähr, mal zusammen gedreht. Und jetzt machen wir sozusagen eine updated Version mit frühlingshaften Produkten, also alles zum Thema Frühling und alles von DM. Ja, das war eine richtige Challenge. Ja. Die erste Aufgabe war, ein Produkt unter 2 Euro für den Frühling zu finden. Das war richtig schwierig, ja. Aber ich habe dann am Ende sogar eins gefunden, was sogar unter 1 Euro kostet, also ein sehr günstiges, und zwar von Balea ein... Wie nennt man das? Ein Badesalz? Ja. Eine Kristalle, Badekristalle. Halt. Badekristalle von Balea. Und zwar habe ich die mitgenommen, weil die einfach mega frühlingshaft riechen. Die riechen einfach wie ein Strauß Blumen. Einfach nach Blumen. Ich mag den Geruch voll gerne. Einfach blumig und frisch und sehr feminin. Ich habe mir was sehr Offensichtliches für den Frühling ausgesucht. Und zwar eine frühlingshafte Nagellackfarbe. Das ist von Manhattan, einer von den Quick Dry Nagellacken. Ich hatte von denen auch schon ein paar und die sind qualitativ echt in Ordnung. Und das ist so ein schönes Pastell. Rosa, lila, finde ich eine sehr, sehr frühlingshafte Farbe. Und die kosten, glaube ich, 1,55 Euro oder so. Die haben eine richtig schöne Farbpalette. Also die Nagellacke sind wirklich eine günstige, gute Alternative. Das war das Produkt und das war das Euro. Das waren die Produkte und das Euro, ne? Mehr kann man dazu halt auch nicht sagen. Aufgabe Nummer 2, ein untypisches 2-in-1 Produkt. Schwierigste Aufgabe. Ja, das war auch letztes Mal schon die schwierigste Aufgabe. Und zwar ist es ein Lidschatten, den man sowohl zum Konturieren nutzen kann, als auch als Augenbrauenpuder. Ich glaube, Augenbrauenpuder ist noch so das, was die meisten machen, aber man kann so kühle Brauntöne auch echt super einfach zum Konturieren benutzen, wenn man einen fluffigen Pinsel hat, einfach in den Wangenknochen, unter den Wangenknochen. Funktioniert perfekt und der hier ist von Essence, heißt Hazel Minat und ich finde die Farbe super schön, auch einfach als Lidschatten. Und der kostet, glaube ich, 95 Cent, also auch noch ein echtes Schnäppchen. Ich habe als 2-in-1 Produkt eine Körperbutter von Alverde mitgenommen. Ich habe das schon super oft gesehen, dass Leute die sowohl für den Körper als auch für die Haare verwenden. Also eben einfach so als reichhaltige Pflegemaske. Ich habe das ehrlich gesagt öfter mit der Macadamia Körperbutter von Alverde gesehen. Aber die hier fand ich frühlingshafter. Also die hat so eine richtig schöne Pastellrosé-Verpackung mit Blümchen und da mussten wir beide an den Frühling denken und außerdem, ja, wie gesagt, Körperbutter und Haarbutter in einem. Ein Frühlings-Must-Have. Also ich muss bei Frühling als allererstes an Highlighter denken. Ich finde, das ist so das Produkt für den Frühling. Ich weiß auch nicht, weil so ein Glow ist für mich einfach so, das sieht so frisch aus und frisch und Frühling passt irgendwie auch gut zusammen. Keine Ahnung. Frisch und Frühling. Und deswegen habe ich einen Highlighter von Essence auch wieder mitgenommen, weil die mich schon länger interessiert haben, weil die so Cream to Powder vom Finish her sind. Ich hatte damals, als es den mal in der LE gab, da auch immer wieder davor gestanden und nie mitgenommen. Und es gibt den in einer Champagnerfarbe und in so einer Roséfarbe, aber Rosé fand ich irgendwie frühlingshafter. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Ich muss bei Frühling sofort an korallfarbene Lippen denken. Und da habe ich meinen Drogerie-Liebling, was das angeht, mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe 200 Princess von den L'Oreal Shine Caress Lipglossen. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner orange-korallfarbener Ton und er ist richtig knallig und macht gute Laune und ich mag die Textur total gerne, die mögen wir beide gerne. Haben wir schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, also das ist ein großer Liebling und ich möchte dir jetzt auch mein Frühling-Must-Have. Hier, bitteschön. Ein Frühlings-No-Go-Produkt. Also ich finde, das ist ein ziemliches Frühlings-No-Go. Kein generelles No-Go, aber jetzt im Frühling würde ich sowas nie tragen. Und zwar ist es ein dunkelroter Glitzer-Nagellack. Es gibt so einen ähnlichen, glaube ich, auch von Essie, der ist jetzt von Essence. Und ich finde die Farbe an sich schön. Also ich habe den im Winter sogar schon öfter getragen, so auf dem Ringfinger und so. Aber ist für mich einfach, das schreit nach Weihnachten. Ich gucke das an und das ist für mich Weihnachten. Deswegen würde ich sowas nie im Winter tragen, denn ich habe jetzt keine Lust auf Weihnachten. Es könnte jetzt endlich mal etwas frühlingshafter draußen werden. Ja, eben, wenn es mal wenigstens frühlingshafter werden würde. Ich habe einen von diesen Cheeks and Lips Blush Sticks mitgenommen. Also so ein Produkt, was man sowohl für die Lippen als auch für die Wangen verwenden kann. Und das Untypische ist auch hier die Farbe. Also das ist so ein rostbrauner, dunkler, schimmernder Ton und auch sehr, sehr herbstlich, sehr winterlich. Würde ich jetzt auch nicht dazu greifen, unbedingt im Frühling, aber wie gesagt, bei uns ist ja kein richtiger Frühling. Ja, und es gibt vor allen Dingen in der Reihe noch einen richtig schönen, sehr frühlingshaften Ton, ja, den ich auch die habe. Die sind an sich nicht schlecht, aber die Farbe ist halt eben frühlingstechnisch eher ein No-Go. Nummer 5 ist dann ein Frühlingsduft. Und da habe ich von P2 ein Fitness Oil mitgenommen. Das ist ein Nagelhautöl. Und ich habe dran gerochen im DM. Es riecht sehr, sehr frisch, fruchtig, zitronig.
sehr angenehm und frühlingshaft. Und sowas finde ich auch ganz interessant. Also ich habe eine Nagelbutter, aber kein Öl. Und das würde mich persönlich jetzt auch sehr interessieren. Also sowas finde ich praktisch und es riecht gut. Deshalb ist das mein Frühlingsduft. Ich wollte jetzt nicht einfach ein Duschgel nehmen, ja, wie du das gemacht hast. Ja, wir wollten vor allen Dingen auch beide kein Parfum holen, weil im DM da einen Duft zu finden ist nicht so einfach, finden wir. Und das hier riecht sehr, sehr gut. Ich habe ein Duschgel bzw. ein Duschpeeling genommen und zwar von Alverde. Ich hatte das ganz, ganz früher schon mal und habe es irgendwie nie nachgekauft, wieso auch immer. Es riecht einfach mega gut nach Zitrone und Rosmarin und es hat halt so Stückchen, so Peeling-Stückchen da drin. Oh, es riecht so geil. Oh Gott, riecht das gut. Ich liebe das. Komm her. Also wir sind große Fans von solchen Düften. Und jetzt kommt die beste Kategorie. Woo! Ein Frühlingsprodukt für die beste Freundin. Für mich war es einfach, ich habe zuerst hier rein gedacht. Das ist das Dream Touch Blush von Maybelline in der Farbe 02. Ich habe die tatsächlich selbst auch zweimal schon, sogar einmal nachgekauft. Das kram ich tatsächlich immer wieder raus, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Also ich lasse das im Winter tatsächlich links liegen und hole es dann immer so, wenn Frühling wird, wieder raus. Das hat so eine super angenehme, cremige Textur. Alles richtig gesagt. Ja. Also es lässt sich für einen Creme Blush total einfach und gleichmäßig auftragen. Die Farbauswahl ist ehrlich gesagt nicht so gut. Also es gibt zwei Stück und die sind sich auch noch sehr, sehr ähnlich. Aber das ist eine schöne Farbe. Also ich mag die total gerne und deshalb... Danke! Und vor allen Dingen war es nicht so einfach, tatsächlich was zu finden, was wir noch nicht haben, ja, beide. Was uns interessiert und wir noch nicht haben. Ja. Für Leo was zu finden, was sie noch nicht hatte und was sie trotzdem interessiert, war noch viel schwieriger als bei mir. Und letztlich habe ich ihr dann zwei Produkte gekauft, weil sie beide nicht so teuer waren. Und das sind beides Hautpflegeprodukte. Einmal etwas, was so hübsch und mädchenhaft und frühlingshaft aussieht. Mega gut riecht. Und zwar von Visibly Clear, von Neutrogena aus der Visibly Clear Reihe, das Pink Grapefruit tägliches Peeling. Ich hatte das früher schon öfter und es riecht mega gut. Halt so ein bisschen nach Kloreiniger. Ne? Ich liebe solche Düfte. Und dann haben wir noch ein Waschgel für Leo ausgesucht. Das habe ich eigentlich ausgesucht, weil ich es so geil fand. Und das riecht auch nach Grapefruit und nach Granatapfel. Es riecht nicht nach Granatapfel, nee, sonst würde es mir nicht gefallen. Es riecht eigentlich nur nach Grapefruit, finde ich. Oder auch, ich, es riecht aber ein bisschen anders schon. Nach Orange. Es riecht nach Grapefruit und Orange. Also es riecht auch auf jeden Fall gut. Es sieht auch sehr frisch und frühlingshaft aus. Und sah irgendwie gut aus. So, und genau wie beim letzten Mal behalten wir die Produkte, bis auf das, was wir uns gegenseitig schenken, nicht selbst, sondern ihr könnt das alles gewinnen. Wir machen euch ein großes Paket mit den ganzen Produkten, die wir jetzt eben vorgestellt haben. Dass ihr könnt, wenn ihr gewinnen wollt, gerne einen Kommentar unten unter das Video posten, schreiben, was euch am besten im Frühling gefällt. Ja, vielleicht. Schreibt uns euer Frühlingsmust-Have in die Kommentare. Ja. Und dann werden wir versuchen, am Ende der Woche jemanden auszulosen und das am Ende der Woche im Vlog anzukündigen. Ja, und schaut diese Woche jeden Tag bei uns vorbei. Von Montag bis Freitag gibt es jeden Tag ein Video. Samstag kommt keins, aber dafür dann am Sonntag wieder der Vlog. Dann verlinken wir euch hier am Ende mal noch unsere letzte DM-Haul-Challenge. Ja. Yeah. Und nebendran, was verlinken wir nebendran? Jetzt sei mal kreativ. Unsere Weekly-Vlog-Playlist. Wow, Lena, wow. Wow. In der Infobox gibt es auch immer unsere Instagram-Accounts, unseren Blog und unseren Twitter-Account. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr vorbeischaut. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dann! Ne? Ne? Und die greife ich und die kram ich tatsächlich immer rein, wenn... Die haben so eine super angenehme Textur. Das wird mein neues Lieblingswort. Und die kram ich tatsächlich immer raus, wenn das Wetter wieder besser wird, was nicht der Fall ist. Du kannst das jetzt auch mal lassen. Vielleicht ist gutes Wetter, wenn das Video online kommt. Jetzt ist doch nicht die ganze Zeit das Wetter. Ich kann nicht anders, beschäftigt mich total. Guck mal, wie schön es ist. Es ist April. Guck mal, wie schön es ist. Es hat vorhin gehagelt. Aber es ist voll schön jetzt. Es ist voll schön. Und es hat... Das hat so eine... Wenn ihr euch freut, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja. Party! Lipglossen, oder? Ja. Lipglossen. Und die Farbe ist so richtig schön knallig, so ein Knallorange-Korallton. Knallt richtig auf den Lippen, habe ich jetzt schon mal gesagt. Knallt, knallt, knallt. Knallt total. Keine Ahnung. Wenn ich da dran rieche, möchte ich eine Saftschale trinken. Ich habe jetzt auch Bock auf Saft.